Trixel Engine. Damit herzlich willkommen zu Fetz. Oh, ich muss nochmal in meinen Controller verbinden. So. Oha. Ich habe das schon mal ein bisschen angetestet. Oh, aber jetzt geht's los. Wir sind hier, können uns bewegen, können springen und ich bitte euch nur, die ersten 15 Minuten dran zu bleiben, damit ihr seht, was das Spiel für ein Potenzial hat. Dieses hier ist noch nichts. Ihr müsst euch nur einmal 15 Minuten anschauen, meinetwegen geht bis zum Ende dieses Parts, aber seht es euch an. Kleine Videosequenz. Ich glaube, wir haben Post. Lieber Gomez, das sind wir. Bitte triff mich auf dem Dach des Dorfes. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Giza. Das hört sich ja sehr interessant an. A, um zu springen. Ich kann hier noch ein bisschen um mich rum gucken. B, um mit Dorfbewohnern zu sprechen oder Schilder anzugucken. Und wir müssen jetzt versuchen, irgendwie auf das Dach zu kommen. Die Steuerung kenne ich ja schon. Ich habe das bereits einmal gespielt. Interessant. Ja, wir müssen einmal auf das Dach des Hauses und uns mit Caesar war das Treffen. So, einmal. Hopp, und das ist hier noch gar nichts. Es ist bis jetzt 2D Jump'n'Run und jetzt geht die richtige Story los. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja, die haben eine tolle Sprechweise. Das Abenteuer wartet. Zeit für dich, Gomez. Nein, Zeit für Gomez. Gleich ist es soweit. Warte nur ab. Na bitte. Oh. Oh, der Controller vibriert ja schon ziemlich heftig, das merke ich schon. Oh, das zittert schon in den Händen, aber ich bin still. Eine merkwürdige Sprache. Ich lasse ihn jetzt mal nicht weiter ausreden gleich jetzt hier. Der Ton ist etwas laut. Und 3D. Da fällt etwas vom Himmel. Was könnte es nur sein? Ein Apfel? Nein. Wow, das war ein Reim. Ich schwöre euch, beste Reimstunde heute, Märchenerzählstunde. Es ist ein magischer Hut. Wow. Wir können uns drehen. Das ist übrigens extra so, dass es gerade so langsam ist und zerfällt. Das ist nicht die FPS-Zahl.
Hängen geblieben. Hängen geblieben. Abgestürzt. Natürlich nicht. Jetzt geht's erst richtig los. Trapdoor. Trixel Engine. Fats. Ist natürlich schön hier so gemacht mit den Effekten. Und da sind wir wieder am Anfang. Wachen genauso auf wie letztes Mal. Können uns genauso bewegen. Können genauso springen. Doch eine Sache ist anders. Es gibt eine neue Dimension. Wir können mal aus dem Haus gehen. Und wir sehen schon, es ist völlig anders, ein komplett anderes Spiel sozusagen. Und diese Magie, die hat das Spiel in sich. Und ich kann euch jetzt wohl öffentlich, offiziell begrüßen. Ja, zu diesem neuen Let's Play Fats. Und es war nur ein kleines Intro, Folge 0 sozusagen. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaut vorbei. Tschüss.